Schau, schau, da muss man nur ein bisschen mal maulen, der Dachs, der kann doch nichts, die wollen nicht mehr, die haben keine Lust, die können nicht hier, wie auch immer. Da hat der Markt gesagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen und ist nach oben ausgebrochen. Also die Bullen haben sich das nicht nehmen lassen, der Kurs dann doch noch nach dieser wirklich langen Schiebewurst, die wir hier eher zur Seite hatten, wo man wirklich gedacht hat, so jetzt haben sie den Lust an Börse verloren, widmen wir uns einer anderen Sache, der Kurs dann doch noch tapfer und deutlich und zu schubmäßig hier nach oben gegangen. Also auch der deutsche Markt hat die Bullenphase wieder aufgenommen und ist damit in bester Gesellschaft zu den Amerikanern. Es geht schubmäßig nach oben und es bleibt also bei der Richtung. Da kann man eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Das ist in all den Märkten mehr oder weniger das Gleiche. Es gilt weiterhin mehr oder weniger. Ja, kaufen scheint immer noch en vogue zu sein. Man kann es immer noch aus meiner Sicht immer die Rücksetzer abwarten. Das kann man halten, wie man will. Man verpasst mitunter manchmal Bewegungen. Das ist definitiv so. Aber auf der anderen Seite geben uns diese Rücksetzer nicht so sehr einen günstigeren Einstieg. Da bin ich gar nicht der ganz große Freund davon. Da sage ich dann, das werden wir dann mal sehen, ob das wirklich ein Riesenvorteil ist. Aber sie bieten uns eine sinnvolle Stoppmöglichkeit. Denn wenn der Markt dann nach oben prescht, dann weiß man, wo man sich sozusagen als Ankerpunkt seine Absicherung reinlegt. Das sind dann zum Beispiel so die letzten Tiefs, die man dann eben hat nach einer Korrektur. Also nur ein Beispiel, bleiben wir mal in diesem Bild hier beim ES in diesem Fall. ES ist der S&P 500. Wenn man sowas hier hat, dann den Rücksetzer hier, ob man jetzt hier irgendwo eingestiegen wäre oder tatsächlich hier am Trigger, ist nicht wirklich ein Unterschied. Gut, man spart sich mitunter ein bisschen Zeit, in der man das Geld vielleicht auch anders verwenden kann. Aber das Entscheidende ist nicht der Preisvorteil in dem Rücksetzer, sondern das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass wir dann ein Rücksetzerniveau haben, das nicht hier unten ist, wie bei diesem Anstieg, sondern wo wir sagen, die letzte Bewegung hat hier gestartet. Das heißt, man kann den Stop vielleicht da drunter setzen oder wie ich es gerne mache, die 78er-Marke. Das will ich jetzt in dem Video jetzt nicht super breit treten. Ihr kennt das wahrscheinlich schon oder ich erkläre das ein andermal. Und das ist der Vorteil. Also wie gesagt, nicht der günstigere Preis. Der ist manchmal gar nicht so viel günstiger und manchmal verpasst man ja auch einen Einstieg, sondern der Vorteil, dass dann das meine Stopweite ist, im Verhältnis zu möglicherweise das meine Stopweite. Natürlich gibt es verschiedene Verfahren für das Stoppen einer Position, aber das grundsätzliche Prinzip nach einem Rücksetzer ist der Markt erstmal erholt, er hat wieder frische neue Kraft und man hat nicht die Sorge, dass man vielleicht so auf dem letzten Ast da eben reinkommt. Wenn man dem Folge trägt oder folgen will, dann ist jetzt natürlich zumindest mal auf dieser Zeitebene nicht der richtige Zeitpunkt, weil der Markt ja schon gelaufen ist. Sprich, man müsste wieder auf irgendeine Art der Korrektur warten, damit man das eben bekommt. Das muss nicht unbedingt so groß sein, keine Sorge. Es muss nicht immer in dieser Größenordnung sein, dass das passend ist, also hier entsprechend wie das, was wir hier vorne haben. Es reicht auch auf einer kleineren Ebene, ob das jetzt unbedingt auf Minute sein muss oder 15-Minuten-Basis. Aber Rücksetzer irgendeiner Form eben bieten die Möglichkeit, dann vernünftig, sagen wir mal etwas enger, aber trotzdem einer gewissen Logik folgend dann den Stop nachzuziehen. Die Logik muss natürlich nicht immer der meinen entsprechen. Ihr dürft dann natürlich eure eigene auch entwickeln. Viele haben ja vielleicht da auch schon einen Gedanken dazu, aber wichtig ist der Hinweis aus meiner Sicht darauf, dass diese Rücksetzer uns eben mannigfaltige Vorteile eben bringen. Auch unter anderem den, dass wir gegebenenfalls unterscheiden können, was ist die starke Seite und was ist die schwache. Nicht immer geht das. Hier zum Beispiel war das nicht so 100% klar. Ist das jetzt eine starke, wird das eine starke oder wird das hier eine ABC-Bewegung? Jetzt ist diese ABC allerdings sehr weit nach oben gelaufen. Da würde ich jetzt hier beim Nasdaq, in dem Fall hier der Future-Kurs, 1, 2, 3, 4, 5, wahrscheinlich mal unterstellen, ein größerer Rücksetzer, das ist 5-Minuten-Chart, so riesig ist der jetzt nicht, ein größerer Rücksetzer in diesem Bild wäre jetzt das gleiche, was wir vorher im 4-Stunden-Chart angelegt haben. Also ihr seht, das ist durchaus übertragbar auf die verschiedenen Zeiten, also auf das kurzfristige Bild, das mittelfristige, auch die langfristigen Bilder funktionieren grundsätzlich genauso. Das ist nicht immer perfekt, um Himmels Willen, bitte habt nicht den Eindruck, dass das immer klappt, aber es klappt halt nun mal relativ häufig. Wir sind noch mal hier auf dem Zinsmarkt unterwegs, da hatte das auch schon geklappt, sowohl hier im Stundenchart, zack, hier hoch, ABC runter, darüber haben wir gesprochen, wie auch im Kleinen. Aber wichtig ist das Ganze, der Zinsmarkt auch unter dem Gesichtspunkt der Renditen. Und da sind wieder diejenigen gefragt, die eben auch so ein bisschen die Hintergründe interessieren. Nämlich steigende Renditen sind unter Umständen schlechte
Situation oder eine schlechte Situation für den Aktienmarkt und auch gegebenenfalls für den Goldmarkt. Aber je höher die Kurse steigen, desto geringer sind die Zinsrenditen wieder für diese Papiere, für diese Anleihen, für die dann eben Zinsen dann gezahlt werden. Und das macht das dann attraktiver, wieder in die Märkte zu gehen. Das sind natürlich die Aktienmärkte auf der einen Seite, aber das ist auch sowas wie Gold beispielsweise. Also ihr seht das. Das ist übrigens ein Trade des Tages gewesen. Nicht alle laufen immer gut, das möchte ich überhaupt nicht hier sagen, aber Gold ist jetzt nun einmal, der im Moment super unterwegs ist. Einstieg war ja im Trade des Tages genannt hier auf diesem Niveau. Inzwischen läuft der Kurs und ihr seht hier diese Schubbewegung, diese ABC-Bewegung, diese Fortsetzung. Und es ist noch möglicherweise nicht das letzte Wort gesprochen, vielleicht geht es ja noch weiter. Aber über diese olle Kamelle will ich gar nicht reden, aber das als Anlass nehmen, euch dazu zu motivieren. Meldet euch an für den Trade des Tages, wenn euch sowas interessiert. Wenn ihr sagt, naja, vielleicht so die ein oder andere Anregung mit konkreten Marken, nicht immer hier nur so dieses allgemeine Gequatsche, sondern wo denn jetzt mal Hand aufs Herz geht man denn da rein oder wo stoppt ihr das Ganze? Das veröffentlichen wir im Trade des Tages. Meldet euch dafür an, dann habt ihr kostenfrei immer wieder Trading-Situationen, die wir schick finden und wo wir sagen, das kann man ohne weiteres machen. Zudem meldet euch natürlich gerne an für Born for Trading. Da gibt es weitere Informationen dann auch auf Smartphone. Ebenfalls zumindest mal für eine Zeit kostenfrei. Das heißt, ihr könnt es einfach mal ausprobieren, ob das was für euch ist. Und im Zweifelsfall passiert ja nichts. Das Ganze endet einfach. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr dann sagt, naja, dann gucke ich mir halt die Videos an und den Trade des Tages. Der bleibt euch ja sowieso. In diesem Sinne, euch bleibt jetzt noch ein paar Stunden bis zum Wochenende. Anschließend ein bisschen genießen. Nächste Woche geht es weiter. Ich freue mich schon sehr drauf. Wir sehen uns nachher im Markt oder nächste Woche an dieser Stelle. Liebe Grüße, bis dann.